Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, die Weihnachtsmärkte, Festbeleuchtungen und geschmückten Bäume haben unsere Stadt wieder in eine feierliche Stimmung gebracht, in der die Sorgen des Alltags ein Stück zurücktreten. Doch es gibt einiges, das uns Sorgen macht. Die militärischen Auseinandersetzungen in der Welt, der Streit in der Politik in Deutschland und die hohe Inflation, die das Leben teurer macht. Es braucht Kraft und guten Willen, um dafür Lösungen zu finden und alle zu unterstützen, die in diesen schwierigen Zeiten Beistand brauchen. So wie im letzten Jahr, als die Energiepreise auf einem historischen Höchststand lagen und wir große Befürchtungen hatten, im Winter nicht ausreichend heizen zu können. In kurzer Zeit ist es uns in Deutschland gelungen, unabhängig zu werden vom russischen Erdgas. Die Energiepreise sind wieder deutlich gesunken. So müssen wir uns auch jetzt wieder dafür einsetzen, die Probleme zu lösen, gemeinsam mit vereinter Kraft. Besonders bedrückend ist derzeit die Gewalt im Nahen Osten nach den schrecklichen Angriffen der Hamas auf Israel. Genau in der Region, in der Jesus geboren ist, wo er lebte und begraben wurde, leiden die Menschen derzeit unter Krieg und Gewalt in Israel und in den palästinensischen Gebieten. Noch als Präsident des Bundesrates habe ich vor wenigen Monaten Jerusalem besucht, um zum 75. Jubiläum der Staatsgründung Israels zu gratulieren. Ich war auch in Ramallah und zu einem Besuch der Geburtskirche in Bethlehem, das in den palästinensischen Gebieten liegt. Der Bürgermeister von Bethlehem ist Mitglied der christlichen Glaubensgemeinschaft. Er hat mir dieses Krippenbild geschenkt als Zeichen der christlichen Botschaft, dass wir alles dafür tun müssen, ein friedliches und solidarisches Miteinander der Menschen zu erreichen. Das Weihnachtsfest steht für diese Hoffnung und Zuversicht. Wir können Kraft schöpfen im Kreise der Familie, mit Freunden und Bekannten. Herzlichen Dank allen, die trotz der Feiertage im Dienst sind, bei Feuerwehr und Polizei, in medizinischen und sozialen Einrichtungen und vielen weiteren Bereichen, die unsere Stadt am Laufen halten. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.